Ja, bitte. Lieutenant Horace und ich werden in ungefähr 2 Stunden mit dem Magneton-Scan beginnen können. Es wird zu einem Impuls von hoher Intensität kommen. Er wird bei allen an Bord, inklusive meiner Person, Benommenheit und Verwirrtheit auslösen. Für einige Sekunden. Geben Sie es der Besatzung bekannt, bevor Sie mit dem Scan anfangen. Aye, Captain. Da wäre noch etwas, das mir wichtig erscheint. Die Verletzungen, die Cass erlitten hat, wurden offenbar nicht durch eine Energieentladung verursacht. Der Doktor hat Hinweise darauf gefunden, dass sie körperlich angegriffen wurde. Angegriffen? Aber Sie wurden nicht angegriffen, oder? Das ist korrekt. Ist es möglich, dass ihr die Wunden von Ihnen zugefügt wurden? Von mir? Vielleicht war das fremde Wesen in Ihnen in dem Moment. Das wäre denkbar. Vermutlich wäre ein neurologischer Scan angebracht, um zu sehen, ob ich eine Gedächtnislücke aufweise. Einverstanden. Janeway an Krankenstation. Computer, das medizinisch-holographische Notfallsystem aktivieren. Befehl kann nicht ausgeführt werden. Das MHN-Programm wurde abgeschaltet. Abgeschaltet? Von wem? Unbekannt. Die Aktivierungsroutine des Doktors ist blockiert worden. Sie ist verschlüsselt. Ich kann das Programm nicht reaktivieren. Die Blockade hat ihren Ursprung irgendwo oberhalb von Deck 4. Warum sollte jemand den Doktor deaktivieren? Er verfügt über die Kommandocodes der Voyager. Ja. Aber nach seiner Deaktivierung wurden die Codes automatisch auf mich transferiert. Nehmen wir an, das Wesen kann den holographischen Doktor nicht kontrollieren. Dann ist es logisch, dass es versucht, die Kommandocodes wieder in einen humanoiden Wirt zu zwingen. In mich. Es ist momentan zu gefährlich, dass eine Person die Kommandocodes besitzt. Ich schlage vor, meine Kommandoprotokolle in 2 Codegruppen aufzuteilen. Eine sinnvolle Maßnahme. Sie wären die vernünftigste Wahl für den Halter der 2. Gruppe. Wenn zurzeit eine vernünftige Wahl überhaupt zu treffen ist. Das fremde Wesen könnte jeden von uns besetzen. Jederzeit. Aber höchstwahrscheinlich nicht uns beide zur selben Zeit. Ich informiere die Crew über den Plan. Jeder muss für jeden als Kontrolle und Sicherung fungieren. Ich möchte Sie alle davon in Kenntnis setzen, dass etwas passiert ist. Etwas, das vermutlich dem fremden Wesen zuzuschreiben ist. Der Doktor wurde deaktiviert und wir bekommen ihn nicht funktionsfähig. Ich habe beschlossen, meine Kommandoprotokolle aufzuteilen. Captain? Nehmt sie! Das Wesen hat sie besetzt! Das müsste helfen, Captain. Danke, Mr. Paris. Ich fühle mich schon besser. Konnten Sie den Doktor wieder funktionstüchtig machen? Noch nicht. Wer immer das war, hat verdammt gute Arbeit geleistet. Ich muss 6 verschlüsselte Niveaus durchbrechen, um Zugang zu den Holo-Emittern zu erlangen. Wie lange wird es dauern? 2, vielleicht 3 Stunden. Torres an Janeway. Sprechen Sie. Captain, könnten Sie in den Maschinenraum kommen? Hier ist etwas, was Sie sich ansehen sollten. Ich komme sofort. Mr. Paris, Sie sind hiermit zum Arzt befördert, bis der Doktor wieder da ist. Okay. Fenrich, ich brauche Sie auf der Brücke.